Folgen Sie der Kultur, der Musik, der Oper? Folgen Sie uns hinter die Kulissen der Bayreuther Festspiele. Viel Vergnügen wünscht die Hypo Vereinsbank. Von ganz unten nach ganz oben, ganz schnell, das geht in Bayreuth. Für den Wachruf der Brangäne haben wir verschiedene Positionen ausprobiert. Es war die Überlegung, ob ich auf der Bühne in einer Höhenposition bin oder an der Seite im Portal. Und letztendlich haben wir uns dann entschieden für die Beleuchterloge. Die ist eingelassen über den Köpfen des Publikums, öffnet sich ein Spalt nach unten, damit eben sind die ganzen Scheinwerfer drin, die die Personen auf der Bühne beleuchten. Und ich stehe dann quasi hinter den Scheinwerfern, sehe so einen kleinen Spalt von der Bühne und singe da relativ kräftig, weil man nicht so ganz genau weiß, was durch den kleinen Spalt unten alles ankommt. Ach da, alles gut. 3 Minuten Pause und dann geht's nach oben. Ich habe dasselbe Kleid an wie vorher, aber es ist jetzt wieder trocken und da oben kann es mal sehr heiß und sehr kalt sein. Also ist gut, wenn man nicht verschwitzt so sehr nach oben geht. Bis gleich. Einer musikalischen Assistentin. Falls ich Herrn Thielemann im Monitor nicht mehr erkennen sollte, dann wird er mir weiterhelfen. So, ab ins Gebälk. Man muss, glaube ich, einfach darauf vertrauen, dass man das tut, was man immer tut. Ich höre ja den Orchesterklang nicht direkt, sondern über einen Lautsprecher und weiß von mir aus gar nicht, wie sich es im Raum mischt, also ob ich jetzt zu laut oder zu leise bin. Wir haben das natürlich geprobt und die Assistenten, die im Zuschauerraum saßen, die musikalischen Assistenten, haben was dazu gesagt. Letztlich ist es aber, man singt ganz normal wie immer und auch wie, als würde ich auf der Bühne stehen. Dann muss man dem Raum hier vertrauen, dass das auf jeden Fall schön klingt und das Publikum begeistert.